Ja, und damit einen wunderschönen guten Hallo zusammen und willkommen zurück im Königspalast in der Kaiserstadt. Wir sind nun endlich, ja, ich würde mal fast behaupten, in unserem Ziel angekommen. Und zwar nämlich Meister Li zu retten. Wir haben die Aufgaben in der Stadt beim letzten Mal soweit alle erledigt und jetzt geht es ans Eingemachte. Ich bin mal gespannt, was sich soweit ergeben wird. Und nicht lange schnacken, wir gehen einfach mal weiter voran. Der Palast ist sehr alt. Manche sagen, er sei ein himmlisches Geschenk. Er darf nicht missbraucht werden. So, für die Reinigung ist auf jeden Fall gesorgt, denn hier gibt es auch wieder diese Wischmob-Hunde. Und ein wenig Aura Juwel des Friedens. Das schauen wir uns doch direkt mal an. Körpereinrichtung plus 2, das ist natürlich jetzt nicht sehr viel. In der Vase, da ist gar nichts drin. Vor allem, warum laufen hier diese komischen Wischmob-Hunde überhaupt rum? Ist da nichts drin? Zwei Fokusschreine, aber kein Skibecken. Ist auch gut. Gut, ich weiß nicht, was in der Tür befindet. Das heißt, wir starten diese Aufnahme mal direkt mit einem Druck auf F5. Kann man ja auch mal machen. Und wir gehen weiter. Tja, wir dürfen uns scheinbar direkt prügeln. Auch gut. Tja, du sollst das während deiner Arbeitszeit nicht mit anderen Frauen flirten. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ich hätte mehrfach mit in den Poppes rein. Hey, saudlicher Soldat. Autsch. So, ich hoffe, die ist nicht neu, die Rüstung, denn die muss ich leider ein bisschen zerkratzen. Ladevorgang. Ach man, es geht ja recht turbulent los hier. So, ist hier noch irgendwo was? Nein, noch nicht, noch nicht. Ein bisschen Fackel. Gute Seidenfuchs. Hier sind wieder ein paar Wachen. Machen wir dann mal. Wir können ja auch mal auf den Stoß gehen. Autsch. Ja genau, tötet euch selber. Wo kommt der denn her? Ja, immer mehr. Au. Ist da eine Frau drin? Zumindest klingt es so. Tut mir leid, werte Dame. So, den Hunden macht das hier überhaupt nichts aus. Die gucken sich das einfach an, das Spektakel. So, da ist noch einer, der so ein bisschen dahinter backt. Zu weit weg. Aber oh, wir sind wieder vergiftet. Ach man. Aber aufhalten kann mich hier niemand. 500 Silber, nicht schlecht. Ständer. Noch ein Buchständer. Ich glaube, wir eben kurz gucken, haben wir denn unser willkommene Hingabe und so weiter. Seelenernte. Kriegerjuwel, Goldzunge. Haben wir das denn? Hier, Juwel des kraftlosen Gelehrten. Nehmen wir gerade mal das Kriegerjuwel hier raus. Und unser Monokel fürs Lesen wieder rein. So. Eine Sekunde, ich will nur mal eben kurz gucken, ob das da vorne der Band 1 ist, bevor ich den jetzt hier vorlese. Nein, das sind zwei verschiedene. Hätte ich jetzt den eigentlich auch zuerst lesen können. Na egal. Also, die himmlische Ordnung Band 2. Der große Drache ließ das Chaos auf die Welt los, die er erschaffen hatte. Er trennte die Menschen von den Tieren und legte den Grundstein für die Ordnung, die einmal die Menschen einwürden. Das glorreiche Jadereich.
Die großen Tiergeister früherer Zeiten wurden aus den Siedlungen der Menschen verbannt und der Mensch wurde für alle Zeiten über die Tiere gestellt. Er war nun der Hüter der Ordnung, er machte sich die Natur untertan und veränderte sich sie nach seinem Willen. Entschuldigung. So entstehen Götter. Aber die Balance musste gewahrt bleiben. Der Mensch war der Hüter der Ordnung, aber in seinem Herzen herrschte Chaos. Und solange es Chaos auf der Welt gibt, werden sich die Menschen weiterhin bekriegen und bekämpfen. Denn das liegt in ihrer Natur. Und so wird es immer bleiben, bis der große Drache zurückkehrt und der Welt Ordnung schenkt oder bis die Menschheit es schafft, sich über den Kreislauf der Natur zu erheben. Ja, kann man ja mal machen. So. Und einmal dann hier gucken, die Lotusmönche. Soweit uns bekannt ist, wurden alle Abschriften des vollständigen Textes zerstört, aber ein Bruchstück kann ich wiedergeben. Es oblag schon immer dem Orden des Lotus für den Schutz unseres glorreichen Kaisers zu sorgen. Die Lotusmönche sind die persönlichen Bediensteten und Leibwächter des Kaisers und unterstehen der göttlichen Hand Sun Qin. Sie dienen dem Kaiser als Lakaien, Wachen, Lehrer, Ärzte und geistliche Berater. Ah ja, die Lotusmönche tragen einfache Roben und färben sich die Hände. Warum? Sie müssen als allgegenwärtige und unberechenbare Kraft angesehen werden, deren Macht in keinem Verhältnis zur Größe des Ordens steht. Jeder, der sich am Hof des Kaisers Gehör verschaffen will, muss sich auf die eine oder andere Art das Wohlwollen der Lotusmönche sichern. Sollte jemand die Missgunst des Kaisers auf sich ziehen oder den Ruhm des Reiches beschmutzen, kann das dramatische Auswirkungen haben. Glücklicherweise überwachen die Lotusmönche nicht nur die Bevölkerung, sondern auch sich selbst und jeder noch so kleine Verstoß wird sogleich geahndet. Wie schön, Blut haftet natürlich auch besser an den Händen als Färbemittel. Lim. Achso. Jetzt weiß ich, warum sie sich die Hände färben. Nehmen sie gerade mal eben hier das wieder raus und das ultimative Kriegerjuwel wieder rein. Warte noch drauf, dass hier wieder irgendeine Falle drin ist. Juwel der finsteren Gedanken. Und 500 Silber. Oh, das ist bestimmt für den Vater offener Hand gedacht. Geistintuition plus 2. Vor allem, das, wenn man schon solche Juwelen macht, die nur für einen Pfad gelten, warum macht man die dann einfach nur so schwach? Das ist doch lächerlich. Wir können nochmal eben auf F5 drücken. Und wie es scheint, müssen wir jetzt ein wenig mit dem Elevator fahren. Das ist einer der vielen Türme im Palast, in dem Besucher wie vom Ruhm des Reiches beflügelt nach oben getragen werden. Ohne einen Führer könnte man hier tagelang umherirren. Na, wie gut, dass ich einen habe. Alle kommen sie mit. Teilweise zumindest. Wie, das war's schon? Was ist das denn? 2 Meter hoch und gut ist. Zum Thronsaal. Ja, dann gehen wir mal zum Thronsaal. Versucht nichts zu beschädigen. Das Reich hat genug Zerstörung gesehen. Legendärer Stoß. Ach, da hinten. Es kommt halt darauf an, ob hier irgendwelche Vasen auf dem Weg stehen, die interessant sind. Oh Gott, ey, ihr seid viel zu langsam. Lächerlich. Steht sowieso in Skipacken. Hier zum Beispiel. Huch. Tut mir leid. Okay. Geht's hier rein? Wir sind jetzt in der Nähe des Thronsaals. Leider hat mein Vater diesen Teil des Palasts, den kaum jemand zu sehen bekommt, verfallen lassen. Das dort sind die Gräber von früheren Kaisern. Wer liegt hier begraben? Alle aufzuzählen würde Tage dauern, aber die berühmtesten dürften euch bekannt sein. Tian, der Scharfsinnige, der erste Kaiser, Begründer des Jadereichs und Erbauer der kaiserlichen Mauer. Komiya, der schnelle Pfeil,
Verteidiger des ersten Zeitalters und Herrscher über die Grenzländer während der Invasion der Pferdefürsten. Zengzi, die gebrochene Ranke. Sie war die erste Frau, die als Kaiserin den Thron bestieg. Sie veränderte mit einem einzigen tapferen Kampf mehr, als andere mit ganzen Kriegen zu ändern vermochten. Zuletzt wurden hier Prinz Sun Li und Prinz Sun Qin begraben, die Brüder des Kaisers. Ihr habt mich an dieser Geschichte zweifeln lassen, aber sie sind hier, wie ihr selbst sehen könnt. Wo soll ich das denn sehen? Da ist die Tür zu, Schätzchen. Meister Li ist der Bruder des Kaisers und er ist am Leben. Das, so sagtet ihr, hat er euch erzählt. Aber ihr steht vor dem Grab des ruhmreichen Strategen. Kann das alles eine Lüge sein? Ja, scheint so. Wart ihr denn schon mal in den Gräbern? Nein, sie wurden vor 20 Jahren versiegelt. Ich kenne auch nur die Geschichte, die man dem Volk erzählt hat. Und ich weiß nicht, ob ich dieser Geschichte noch glauben kann. Wenn Meister Li am Leben ist, was ist dann mit Prinz Qin? Und eure nächste Frage lautet bestimmt, wenn die Brüder nicht in diesen Gräbern sind, wer dann? Ich weiß es nicht. Aber mein Vater wird das sicher erklären können, ganz bestimmt. Aber die Fragen, die ihr aufgeworfen habt, sind beunruhigend. Ich werde meinen Vater auf jeden Fall darauf ansprechen, wenn wir bei ihm sind. Der Thronsaal ist ganz in der Nähe und je länger wir brauchen, desto mehr Fragen habe ich. Dann hoffe ich, dass du den Notizblock dabei hast, um dir alles aufzuschreiben. Gut, hier kommen wir also nicht rein. Aber wir können hier einmal einen Waschlappen ins Gesicht schmeißen. Ist ja schon, muss ja den Vorteil aus der Situation herausziehen. Wenn man hier so ein Wasserbecken hat. So, wahnsinnige 5 Silber. Warum tut eigentlich jemand 5 Silber in so eine olle Vase? Und wir müssen uns gerade mal wieder umziehen. Irgendwie des kraftlosen Gelehrten. Die gerechtfertigte Belagerung. Eine vage Schilderung des Angriffs auf die Geistermönche der Klagefestung. Je nach sind Sun Li und Sun Qin bei dem Angriff ums Leben gekommen. Trotz der offenkundigen Voreingenommenheit des Verfassers deutet einige Stellen auf die blutige Geschichte. Meine Güte, ey, das ist doch. Wenn man nicht lesen kann, deutet einige Stellen auf das blutige Geschehen hin, das Sun der Scharfsinnige quälte. Tage wurden zu Wochen, während die Autorität des Kaisers weiter missachtet wurde. Die Tore der Festung gaben nicht nach, bis dort Feiglinge überzeugt wurden, sich gegen ihre Kameraden zu wenden. Der Sieg kam so unausweichlich wie die Flut, doch die Verluste waren hart. Zwei Brüder fielen Verbrechen anheim, die unausgesprochen bleiben, auf dass das Herz des Reiches nicht zerbrechen möge. An ihrer Stelle trat die Hand des Todes hervor, um zu dienen, während Sun Hai dem verdorrten Land das Leben zurückbrachte. In den folgenden Wochen wurden allen, ob sie unter der ehrenwerten Aufsicht des Kaisers standen oder nicht, der Preis der Untreue deutlich gemacht. Eine schwierige Zeit voller Veränderungen brach an, mit denen nicht jeder einverstanden war. Doch mit der notwendigen Härte wurde sichergestellt, dass niemand im Jadereich jemals mehr Durst leiden musste. Und wir haben dadurch wieder ein Level-Up bekommen. Wie ich ja schon mal gesagt habe, liebe Kinder, Lesen bildet. Erstmal wieder umskillen. So, und erstmal hier ausgewogen natürlich, wie immer. 22 Stilpunkte. Puh, was machen wir denn da jetzt? Was war denn bei unserem springenden Tiger jetzt noch? Wir können die Schnelligkeit erhöhen, Schaden, okay, das war das. Wir könnten weiter in das Jade-Golem investieren. Oder auch in unsere Mirabelle. Achso, das. Ich glaube, legendärer Stoß war soweit durch, genau. Der makellose Stab, der war auch aufs Maximum. Und Seelenfänger. Ja. Ich bin eigentlich momentan dafür, dass wir momentan etwas Mirabelle hochziehen. Vor allem diese geringeren Fokuskosten sind natürlich interessant. So. Speichern. Und ich glaube, wir können jetzt noch beim Jade-Golem hier ein kleines bisschen die Stärke erhöhen. So viel dazu. Einmal speichern. Und dann gehen wir weiter.
Ich bin davon überzeugt, dass wir da auch noch mal reinkommen werden. Aber jetzt scheinbar noch nicht. Na, kommt erstmal her. Das ist wahrscheinlich so ein Troll oder sowas. So, eure komischen Stöckchen gehen mir ein bisschen auf den Nerven. Ist auch total logisch, dass der dahinter total standhaft bleibt. Das war eine Frau, ich wollte schon sagen, woher kommen denn diese Frauenstimmen die ganze Zeit? Dann weiter geht's. Wir sind da. Hinter diesen Türen liegt der Thronsaal meines Vaters. Ich glaube nicht, dass ihm diese unerwartete Störung gefallen wird. Erst recht nicht, wenn wir ihm erzählen, was wir herausgefunden haben. Nun werden wir erfahren, was mit eurem Meister passiert und was tatsächlich im Reich geschehen ist. Ich bin gespannt. Ja, ich würde sagen, ich bin bereit. Gehen wir. Ich kann nur hoffen, dass mein Vater ebenfalls ein Opfer in dieser Sache ist. Ich bete, dass er Antworten auf meine Fragen hat. Das Schicksal des gesamten Reichs hängt davon ab. Ja, hattet gute Beziehungen. Und was ist das jetzt konkret? Fähigkeiten? Achso, nee, wo ist denn das? Nee, das ist, glaube ich, unter Techniken. So, gute Beziehung. Chi plus 5, Intuition plus 2. Ihr habt Prinzessin Sun Lian gezeigt, dass ihr Vater hinter dem Problem im Reich steckt. Was auch immer noch geschehen mag, ihr habt nun einen Verbündeten am Hof und dieser Gedanke beflügelt euch. Ja, okay. So, nochmal F5. Man kann gar nicht oft genug in diesem Spiel speichern. Und wie es aussieht, müssen wir uns wohl wieder ein bisschen prügeln. Da ist unser Meister. 20 Jahre, Li. Ich habe lange genug gewartet. Sühnt euren Verrat und gebt mir, was ich verlange. Denkt nach, Bruder. Ihr hättet sicher das Gleiche getan. Ich bin der Älteste. Daher bin ich der Kaiser. Ich bin euch gegenüber im Vorteil und ihr wagt es dennoch, mich zu verspotten. Was wisst ihr, ruhmreicher Stratege? Wo ist das Amulett der Geistermönche? Das werdet ihr noch früh genug erfahren, Bruder. Vater! Was wollt ihr hier, Kind? Ich habe wichtige Angelegenheiten zu. Was habt ihr getan? Ihr seht aus wie eine gewöhnliche Gassendirne. Und wer ist das? Ihr schleppt Straßenpöbel in meinen Palast? Dieses Benehmen ziemt sich nicht für die Tochter des Kaisers. Keine Belehrungen jetzt! Meister Lis Schüler hat mir Beweise aus der Festung der Lotus-Assassinen gebracht. Ihr habt der Hand des Todes erlaubt, dem Reich zu schaden. Meister Lis Schüler? Warum muss ich denn jetzt was sagen? Den ich gleich demütigen werde. Lehrmeister befreien. Naja, ich würde sagen, wir bleiben mal ein bisschen bescheidener. Also so das ganze Volk retten. Naja, mein Name ist Wunderkind Lu aus der 6. Klasse. Ich bin gekommen, meinen Lehrmeister zu befreien. Dieses Kind. Meine eigene Tochter schleppt diese Person herbei, die meine Lotus-Assassinen auf die Probe gestellt hat. Bruder Li, habt ihr dafür gesorgt, dass dieser Narr hierher kommt? Ganz der ruhmreiche Stratege, vielschichtig wie immer. Wie ich bereits versucht hatte, euch zu sagen, Prinzessin, Meister Li ist der Bruder des Kaisers. Der verlorene Bruder des hochverehrten Kaisers Sun, gezwungen, sich am Rande des Reiches zu verstecken, bis die Hand des Todes ihn zu mir brachte. Vater, hattet ihr nicht gesagt, eure Brüder seien getötet worden? Ich verstehe das nicht. Ich nehme euch eure Unwissenheit nicht übel. Was könnt ihr denn schon wissen?
Der Kaiser ist die Manifestation göttlicher Macht. Das ist eure Rolle als Herrscher. Wie konntet ihr euer Volk verraten? Eure Gier hat das gesamte Reich in Gefahr gebracht. Die Toten sind erwacht. Kind, ihr vergesst eure Stellung. Ich habe keine Geduld mit denen, die meine Autorität in Frage stellen. Nicht einmal, wenn ihr es seid. Tötet die anderen. Sie sind unwichtig. Nein! Ich werde nicht zulassen, dass ihr dem Reich Schande macht! Weit. Ich bin Gott Kaiser Sung. Er ist ein Geist. In jungen Jahren habe ich pflichtbewusst regiert. Doch die Natur hat wenig Respekt vor Titeln. Es war keine Schlacht, sondern eine furchtbare Dürre, die mir den Thron zu rauben drohte. Aber ich ließ es nicht zu. Ich griff die Unterwelt an und bezwang den großen Wasserdrachen. Nichts konnte mich aufhalten, auch nicht der Verrat meiner eigenen Brüder. Selbst mein Körper gehorcht nur noch meiner Macht. Ich habe das Joch der Zeit und des Verfalls abgeworfen. Ich schuf ein großes, starkes Reich, dessen Kaiser unendliche Macht besitzt. Wer von euch würde es jetzt noch wagen, mir das Recht zu herrschen streitig zu machen? Kuckuck. Verzeiht, aber ich muss euch jetzt Einhalt gebieten. Dieser Glanz, das Amulett. Bruder Lee hat es offen sichtbar versteckt und sich selbst als Ablenkung genutzt. So wie die Hand des Todes die Aufmerksamkeit von mir ablenkte. Die heimtückische Bedrohung verbirgt sich hinter der offensichtlichen. Wisst ihr denn, was ihr da besitzt, Kind? Was führt euch tatsächlich hierher? Ihr habt die Ordnung der Dinge durcheinander gebracht. Ich tue, was ich tun muss. Aber für wen, frage ich mich? Folgt ihr denn blind dem Willen eures Meisters? Sind die Dinge wirklich so einfach? Ihr seid zu mir geführt worden. Was hat Lee euch erzählt? Ich hätte euer Volk ermordet und sei schuld daran, dass die Toten keine Ruhe finden? Nebensächlich. Völlig unerheblich. Hier geht es um Macht. Nichts weiter. Und ich werde die Eure der hinzufügen, die ich mir genommen habe. Kommt, Schüler des Lee. Eure Suche nach dem Tod endet hier. Das hat mir jetzt nicht ganz gepasst, aber okay. Na gut.